Hallihallo, Hallöchen. Ich melde mich zurück aus Stade. Das ist hier der Anleger für die Sportboote. Und wir nähern uns jetzt dem Hafenmeisterbüro, welches aber nicht immer besetzt ist. Es gibt aber eine Telefonnummer, unter der man sich dann melden kann und seinen Aufenthalt anmelden kann. Ja, unterhalb der Woche scheint hier nicht so viel los zu sein. Also Tourismusbranche scheint noch irgendwie intakt zu sein, aber so sportbootmäßig war es jetzt eigentlich kein Problem, jetzt hier einen Parkplatz zu finden. Das heißt ja, hier liegst du sonst normalerweise im Päckchen, aber das ist jetzt Gott sei Dank ausgeblieben, sodass ich jetzt hier schön an der Pier liege und Strom direkt am Boot habe. Ja, also Stade scheint echt wirklich eine schöne Stadt zu sein. Es lohnt sich auf alle Fälle hier vorbeizuschauen. Kneipen, Restaurants, guter Dönermann, alles hier am Platz. Also man hat hier Möglichkeiten, sich auch wirklich in der Zeit, wo man, wie man ja sieht jetzt hier mit der Tide, wo du halt nichts machen kannst, dann kannst du dich wenigstens hier in der Stadt belustigen. Ja, also mein erster Eindruck hier so von Stade, komme ich auf alle Fälle wieder. Was auf alle Fälle cooler ist als Glückstadt, weil du rennst hier nicht erst 3 Kilometer, bis du am nächsten Imbissstuhl bist. Das ist immer so ein bisschen nervig hier in Glückstadt, finde ich. Aber gut, die meisten sind ja vernünftig ausgestattet mit E-Bikes und hast du nicht gesehen. Muss ich mir auch noch anschaffen. Zumindest nochmal einen E-Scooter oder so, dass ich halt flexibel auch vor Ort bin oder werde. Ja, hinten habt ihr gesehen, Fischbrötchenbude. Ein Leben ohne Fischbrötchen ist möglich, aber sinnlos. Ist deren Credo, finde ich, ist mal eine Ansage. Aber ich hatte jetzt die letzten Wochentage immer genug Fischbrötchen. Insofern reicht mir heute mein gekochtes Ei mit Fladenbrot. Ja, was kann man noch so erzählen von Stade? Aldi, Lidl, Penny, alles hier vor Ort. Eine Bank findet man hier sicherlich auch irgendwo in der Innenstadt. Ja, ich glaube, mit den Impressionen verlasse ich euch dann jetzt und hoffe, dass ihr bald wieder einschaltet zum nächsten Hafen. Bis dann. Tschüss.